Hey meine Lieben und herzlich willkommen hier wieder einmal zu einem neuen Video von Clash Royale. Und zwar geht es heute darum, dass ich mir gedacht habe, die ganzen Sneak Peeks mal ein kleines bisschen zusammenzufassen. Und ich würde dann auch mal behaupten, dass ich gleich anfange. Ihr habt sicherlich schon mitbekommen, dass es morgen am 4.7. ein neues Update geben wird. Yay, Party Hard und so. Und ja, es ist auch so, dass es eine neue Arena geben wird. Sie nennt sich Frozen Peak und wird für uns ab 2300 Pokalen erreichbar sein. Nicht nur das, es wird auch sein, dass es 4 neue Karten für uns zu finden gibt, wie wir hier auf dem Bild sehen können. Vorher waren das ja nur 54 von 54 Karten, die wir in diesem Spiel finden können. Jetzt sind, also sieht man ja, dass da steht 58 von 58. Zu den Karten, da komme ich aber später nochmal zu. Was ich euch noch erzählen wollte, ist, dass es 9 neue Achievements auch geben wird. Die habe ich auch nochmal im Bild für euch eingeblendet. Genaueres kann ich euch dazu aber leider noch nichts sagen. Ich habe leider noch nichts so Genaueres herausgefunden, aber wir müssen ja auch nicht mehr so lange warten. Es ist ja schon morgen soweit. Denn was interessant ist und wo ich auch sehr auf eure Meinung, also was ihr halt darüber denkt, so gespannt bin, ist, dass es neue Chestwerte geben wird. Hier habe ich auch einmal ein Bild für euch. Ich kann dazu jetzt nicht so wirklich sagen, ob ich jetzt diese Quelle da vertrauen kann oder nicht. Also die ganzen Quellen stehen ja unten drinne. Und ja, trotzdem würde mich das mal interessieren, was ihr hier vorne halt haltet von der ganzen Sache. Kommen wir doch jetzt mal zu den 4 neuen Karten. Es wird einmal der Ice Spirit sein und der Bola, welche für jeden erreichbar ist. Der Ice Spirit ist eine normale Karte. Normaler Kartentyp, kostet ein Elixier. Das Besondere bei ihm, dass er 2 Sekunden lang innerhalb eines 2,5 großen Radius alles einfrieren kann. Schon mal nicht schlecht. Zudem ist es auch ein einzelnes Geisterchen. Nicht so wie jetzt bei den Feuergeistern. Da befinden sich ja 3 Freunde in einer Gruppe. Er ist leider nur ganz allein. Er ist aber sehr, sehr gut in einer Kombo mit starken Truppen, zum Beispiel Valkyrie oder Barbaren. Und es wird auch darüber geredet, ob er eine Ablösung für den lieben Zap sein soll. Bin ich sehr gespannt. Ich spiele die Karte sehr, sehr gerne. Und bin doch recht neugierig wirklich darauf, wie er sich spielen lässt. Wenn wir zum Bola kommen, von Kartentyp her ist er episch, kostet aber 6 Elixier, ist auch sehr, sehr gut gegen unsere lieben Freunde, die Hüttenspammer. Er macht großen Flächenschaden. Allerdings sind seine Angriffe sehr, sehr langsam und er macht auch nur wenig Schaden pro Sekunde. Kann darüber hinaus auch nur Bodentruppen angreifen. Also es ist mehr negativ als positiv bei ihm. Ich denke, da müssten wir wirklich selbst mit ihm einmal ein paar Ründchen spielen, um zu sehen, okay, wie kann man ihn vielleicht am besten einsetzen, dass es passt und dass man ihn wirklich benutzen kann. Also ich behaupte einfach mal, dass man den Ice Spirit mehr sehen wird als den lieben, netten Bowler. Es wurde ja auch schon damals gesagt, dass der Bowler mit reinkommen soll. Wurde ja dann doch nicht gewesen gleich am Anfang, dann sollte er zwischendurch bei Updates reinkommen, ist ja dann auch nicht passiert. Zwischenzeitlich ist er dann aber bei Clash of Clans aufgetreten und jetzt haben sie sich doch mal überlegt gehabt, nö, wir nehmen den jetzt doch rein und ja, ich bin mal gespannt, wie er bei uns allen ankommen wird. Kommen wir mal nun zu den 2 neuen Legendaries, die es hier in diesem Spiel geben wird. Das ist einmal der Baumstamm, der sich ja nicht so wirklich gefährlich anhört, und einmal der liebe Holzfäller. Wenn wir jetzt zu dem Baumstamm erstmal rübergehen, er ist der erste es ist die erste Legendary-Karte, Zauberkarte, die es in diesem Spiel gibt. Um ihn ein kleines bisschen zu beschreiben oder eine Taktik vielleicht euch zu erzählen, man kann ihn nicht auf seiner Seite platzieren und er würde trotzdem dennoch den gegnerischen Crown Tower erreichen und dort ein kleines bisschen Schaden machen. Allerdings hat er nicht so einen großen Schaden, er hat auf Level 1 genau den gleichen Schaden wie Pfeiler auf Level 9, also er ist nicht wirklich so stark. Er kann zwar schwache Truppen einfach überrollen, wie hier zum Beispiel Skelette, kann darüber hinaus auch nicht gestoppt oder zerstört werden, weil es halt eine Zauberkarte ist. Allerdings kann er nichts gegen Lufteinheiten ausüben. Dementsprechend würde ich sagen, dass es in den Decks jetzt mehr Lufteinheiten geben wird. Oder was meint ihr dazu? Denn kommen wir einmal schnell noch fix zum Holzfäller. Er soll, soweit ich es mitbekommen habe, eigentlich den Wutzauber ersetzen. Da kommen wir gleich zu. Er hat auf jeden Fall die Statistik, also die Stats zwischen den Ritter und dem Mini-Packer. Wenn er stirbt, das wird interessant jetzt, entfesselt er einen 8 Sekunden langen Wutzauber. Dementsprechend, wie ihr eben auch schon erwähnt, soll er ihn ablösen.
Und um den Wutzauber, wenn er ja getötet worden ist, einmal ein kleines bisschen zu erklären, der Radius beträgt 5 Blöcke und macht halt einen 40%igen Geschwindigkeitsschub für seine ganzen lieben netten Freunde, die er dann mit hinterher setzen wird. Beim Upgrade, wenn der liebe Holzfäller jetzt von 1 auf 2 geht, wird allerdings nur halt die Hitpoints und der Schaden erhöht. Also es wird nicht jetzt die Länge des Wutzaubers mit einträchtigt werden. Und ja, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf morgen. Freue mich einen Megakeks. Yay, endlich mal was Neues. Und dass das doch so viel wird, hätte ich nie damit gerechnet. Bin echt mega gespannt. Und ja, das war's jetzt. Ich warte jetzt eigentlich noch auf den 4. Sneak Peek. Werde dazu wahrscheinlich noch ein separates Video drehen, wenn es denn draußen veröffentlicht ist. Für uns alle zugänglich. Und ja, bis dahin hoffe ich, dass ich euch hier ein kleines bisschen was über das Update morgen erzählen konnte, dass es euch natürlich auch gefallen hat. Dann verabschiede ich mich, schaut beim letzten Video vorbei und dann sage ich tschüss, bye und bis zum nächsten Mal, ne? Tschuhu!